2000 Stück gebaut. Er hatte eine Besatzung von 4 Soldaten und nur 42 Tonnen. Sein Kriegsstoffmotor, der diese tollen Vibrationen, die er im Boden hervorgerufen hat, leistet 830 PS. Und dieser Motor erlaubt dem Leopard 2 eine Höchstgeschwindigkeit, der Leopard 1, Entschuldigung, eine Höchstgeschwindigkeit von 65 Stundenkilometer. Teile dieses Fahrzeugs wurden sogar in der Werft Lohm und Post in Hamburg zusammengeschweißt.